Gut. Alles klar. So, ihr steht vor der Höhle. Rekapitulieren wir nochmal. Wer steht genau wo? Also, ich stehe rechts vom Eingang der Höhle. Ich bin quasi gerade in Bewegung am Rennen. Aha, und standen Davy und ich auch rechts und haben uns schon positioniert. Ich war hinterm Baum. Du warst hinterm Baum und ein kleines Stück weg, ne? Genau. Ich hatte mich irgendwie in eine taktisch günstige Position, aber ich weiß halt nicht, inwiefern das dann gereicht hat. Genau, du hast dich so ein kleines bisschen vorgeschlichen, bis so auf der Hälfte zwischen dem Höhleneingang und dem Ort, an dem Gareth sich befindet. Und die beiden Jäger, die euch dahin geführt haben. Stehst da, ne, so am oberen Rand dieser Kuhle. Da gibt es eine gute Position, da kann man schlecht hochklettern, aber du kannst gut runtergucken. Das ist so der. Das war so eine gute Location zum Hinstellen. Diese vier habe ich mitgenommen für einen Wurf, ne? Genau, diese vier kannst du einmal verwenden, so als hättest du da halt, also das System ist ja geschrieben worden für ein Brettrollenspiel. Mhm. Ja, wenn wir jetzt also am Tisch sitzen würden, hättest du jetzt einfach diesen Würfel genommen mit der vier und hättest den zur Seite gelegt und könntest ihn halt irgendwann dann wieder zu einem anderen Wurf, den du machst, dann dazu nehmen. Ja, okay. Beziehungsweise nicht zu irgendeinem, sondern zum nächsten Wurf. Ja, genau. Nee, ich musste das nur noch mal mir irgendwo notieren oder sowas, weil, genau. Ja, okay, da weiß ich Bescheid. So, und deshalb, also am Tisch spielt sich das sehr elegant mit den Würfeln. Ja. Für online ist es halt, muss man sich dann halt ein bisschen was merken, aber so ist es eigentlich gedacht, dass du halt, und dann ist es auch einfach, ne? Auch dieses Würfel irgendwas zuweisen oder so ist halt easy, wenn du die einfach irgendwo hinlegen kannst, rechts oder links oder so, ne? Ja. Dann sagst du einfach, okay, hier ist der Angriff gegen den, hier ist der Angriff gegen den, und du hast es dann so optisch, visuell leicht verständlich vor dir. Ja, ich glaube, die wenigsten Pen-Papers sind dafür ausgerichtet, dass es online ist. Ja, aber manche mehr und manche weniger. Und lustigerweise, die ich geschrieben habe, haben immer so eine haptische Komponente. Also im Science-Fiction-System, das ich geschrieben habe, hast du deine gesamte Ausrüstung auf Karten, so Spielkarten. Ach ja, auch voll cool. Was total cool ist, weil es ein ganz, ganz großes Problem löst, das man in diesen Spielen immer hat. Nämlich, kannst du mir mal kurz deine Pistole leihen? Ja, warte, da hast du. Ja, und dann muss der eine sie sich vom Charakterbogen streichen, der andere muss sie auf seinen Charakterbogen dazuschreiben und was hast denn die für Werte? Und warte mal kurz, das unterbricht den Spielfluss so blöd. Mhm. Und in dem System, da ist es halt im System immanent, dass es eine statische Ausrüstungsliste gibt. Ja, weil du halt so Expeditionen, bla, sonst was spielst. Und die haben halt einfach bestimmte Standardausrüstung. Ja. Und dann bietet sich das halt an und das erhöht den Spielfluss so schön, dass man wirklich sagen kann, warte, ich gebe dir kurz das und das und du kannst schön optisch vor dir das ausbreiten, was du dabei hast und das, was du irgendwie in der Basis gelassen hast, das, ne, tust du halt so in den Stapel daneben oder so. Also man kann mit den Karten dann unglaublich schöne Dinge machen. Das stimmt, das ist echt cool. Funktioniert aber dann digital alles nicht. Natürlich nicht, ja. Aber ich spiele das System gerne auf Cons. Wenn ich auf Cons gehe, dann nehme ich das gerne mit. Dieses hier ist dafür zu kompliziert. Dann nehme ich das gerne mit, um das zu spielleiten. Gut. So, okay, das war die Situation. Der Bär rauscht aus dem Höhlenausgang, aus dem Höhlenein- oder Ausgang, je nachdem, heraus. Und ihr seht jetzt, dass die nicht unbedingt übertrieben haben, denn der ist echt riesig. Also einen großen Bären habt ihr noch nicht gesehen. Ja, der ist, weiß nicht, so ein normaler Braunbär ist ja an die 2,5-3 Meter hoch, wenn er sich aufrichtet. Der hier geht gegen 4. Okay.
Also er ist riesig. Also selbst mit meinem elfischen Tierliebe und Naturfreunde Sinn, sage ich jetzt mal dazu, merke, dass dieser Bär definitiv irgendwie nicht wirklich natürlich zu sein scheint. Denke ich mal. Das war Insight-Würfel. Ja, kann ich machen. Wird es wahrscheinlich nicht ziemlich nice, aber... Ja, aber genau das, das ist ja so diese, ne, die Intuition für übernatürliche. Reicht da, wenn ich IN schreibe, oder muss ich da INS schreiben? Ja, das sollte reichen. Okay. Wahrscheinlich reicht I auch 12. Auf. Oh, guck mal, und ein kritischer Erfolg. Ja. Okay. Alright. Zählen dann die vier darauf schon zu, oder? Weil das nein. Ist mein nächster Wurf nein. gewesen. Ach so, okay. Nein. Das ist dein nächster Wurf auf Warfare, oder wie ist das? Ja, also das hier, weil okay. Du hast ja was Bestimmtes vorbereitet. Ja, ja, okay. Ja, du hast ja was Bestimmtes vorbereitet und dafür gilt es dann. Ja, okay. Ja, aber du kannst halt, also was du halt nicht machen kannst, ist, du kannst halt jetzt nicht irgendwie 10 Runden warten und dann glauben, das bringt noch was. Ja, klar, nee, aber es und, ist schon für und den du kannst Kampf auch nicht sagen, ja. Ich schieße jetzt mal 2-3 Mal und dann überlege ich mir mal, wo ich den Würfel, na, jetzt benutze ich ihn nicht oder so, ne? Nein, also ja, okay. Mein taktischer Vorteil gilt halt jetzt für den, ne, für den nächsten Schuss. Ja, ja. So. Gut, also. Tatsächlich klingelt deine Intuition so ein bisschen. Ja. Aber gar nicht bei den Bären, sondern bei den Leichen, die da vorliegen. Okay. Mehr kriegst du aber mit dem Wurf nicht. Aber ja, also was ich eigentlich sagen nur so ein Klingel. Du denkst mit dem Bär, was nicht in Ordnung. Und dann, ja. Dann kribbelt es so ein bisschen und du denkst so, der Bär ist riesig, aber. Aber das davor, das ist irgendwie nicht in Ordnung. Ja, auf was ich eigentlich raus wollte, ist eigentlich, ich würde jetzt nicht explizit Tiere will töten oder sowas, aber ich merke halt dadurch, dass er halt so groß ist. Und also ich sehe ihn schon als Gefahr, schon eher als dass er irgendeinen Naturaspekt hätte. Vom Background her, Elben sind naturverbunden. Das heißt aber nicht, dass sie Vegetarier sind. Nee, klar, aber ich habe halt in meinen Character-Sheet reingeschrieben, dass ich, warte... Okay. Okay, wenn das was Persönliches ist, dann ist es okay. Have a big heart for animals, deswegen. Okay. Na, dann passt. Wenn es was Persönliches ist, dann passt es. Ja, ja, genau, es hat was mit meiner Persönlichkeit halt einfach zu tun, aber okay. Ich merke halt super. Einfach, dass der Bär schon mehr eine Gefahr ist, als dass meine Liebe für Tiere da ist. Genau. Ja, passt. Ja. Okay, alles gut. Alright, ja, er stürmt raus. Ihr steht schon nebenan. Das heißt, was tut er, während der Bär durch den Höhleneingang herausstürmt? Schlucken. Erstmal laut schlucken. Und mir sagen, okay. Oh, bei Dara ist dieser groß. Ich schau mal so Richtung Höhleneingang um den Baum herum. Ja. Okay, würfelst du mal Perception. Okay. Ja, du guckst so hinter dem Baum hervor in Richtung des Höhleneingangs. Und dann hörst du hinter dir zwei komische Geräusche, mit denen die du jetzt nicht aus der Richtung erwartet hast. Es hört sich nämlich an, als ob da mit dem Versuch, es sehr leise zu tun, zwei Klingen aus ihren Scheiden gezogen werden. Ich drehe mich jetzt schnell dahingehend um. Ja, dann darfst du mal Migi würfeln. Denn die beiden Jäger, die euch begleitet haben, stürzen sich gerade auf dich. Ja. Oh, Kacke. Dann hast du auch noch schlecht gewürfelt. So, wir handeln das erstmal getrennt ab. Und dann kommen wir zur Hauptszene, weil es ist ja doch einige Meter weg. Ne? Ja. Also, die beiden greifen dich an. Sie haben die Initiative. Das heißt, in diesem Fall nicht Spielerwahl, sondern ich sage,
Der eine greift dich mit einer 4 an und der andere mit einer 10. Ich stecke alles in die Verteidigung. Okay, was gegen wen? Du musst deine Würfel aufteilen. Oh Gott, gegen denjenigen, der die 10 nimmt, stecke ich die 2, gegen den anderen, die, gegen den, der die 10 nimmt, nehme ich die 4 und bei dem anderen die 2. Okay, das heißt, im Augenblick treffen dich beide, aber du versuchst, das ein bisschen abzumildern. Genau. Alles klar. Ja, der eine haut noch eine 3 drauf und der andere noch eine 1. Du hast nichts mehr. Nein. Gut, also, beide treffen dich. Was hast du für eine Rüstung? Hast du eine Rüstung? Wenn, dann ganz leichte Lederrüstung. Nee, hast du oder hast du nicht? Was steht auf deinem Charakter oben? Leather Armor. Okay, das ist doch schon mal besser als nichts. Keiner von ihnen hat einen kritischen. Das heißt, deine Rüstung zählt voll und bietet dir einen Schutz von 4. Hast du eine Light Armor Proficiency oder hast du vergessen, den -1 Abzug zu berücksichtigen? Ich habe da gar keine Proficiency. Okay, dann bekommst du noch einen Abzug von 1, weil die Rüstung dich ein bisschen behindert. Das heißt, du hast effektiv eine 2 und eine 3. Das heißt, der eine hat eine 7. Das heißt, der eine hat eine 7 gegen deine 2. Das heißt, effektiv hat er eine 5. Ich mache das jetzt mal alles, ne, ganz explizit. Dann seht ihr auch gut, wie es funktioniert. So. Ja. Deine Waffe ist ein großes Messer. Das hat einen Schaden von D6. Das heißt, er würfelt eine 4. Und pro 2 Erfolge, die er hat, geht dieser Schaden noch um einen Punkt hoch. So, er hat eine 7, du hast eine 2, das sind 5. Das heißt, er hat noch 2 zusätzliche Erfolge. Also, ne, 4, 2 Bonuspunkte, ja, für jeweils 2 Erfolge, die er hat. Also, wenn es 5 Erfolge sind, die ersten 2 geben +1 Schaden, 3, 4 geben +1 Schaden, 5, 6, er kommt aber nicht bis zur 6, also nur +2. Das heißt, er macht 6 Punkte Schaden. 4 davon fängt deine Rüstung ab, 2 Hitpoints verlierst du. Von dem einen, ne? Von dem einen, genau. Jetzt würfeln wir für den zweiten. Auch der hat einen Dolch. Yes. Der würfelt aber. Der greift zwar gut an mit einer 11 gegen deine 3, das sind 8. Das macht also +4. Plus die 1 sind 5. Deine Rüstung fängt wieder einen ab, also einen Hitpoint-Schaden. So, du dankst im Gedanken, also während sie auf dich einstechen, spürst du, wie das Leder ihre Klingen ablenkt und verlangsamt, und sprichst ein kurzes Schutzgebet zu den zuständigen Göttern, denn du hast jetzt 3 Hitpoints verloren. Mhm. Ohne Rüstung hättest du 11 Hitpoints verloren. Dann wäre ich tot. Ich muss gerade lachen. Du bist nicht automatisch tot, wenn du auf 0 bist, aber du wärst dem Tode nahe, ja. Ich muss gerade lachen, nicht weil der Garrus gerade auf den Sack kriegt, sondern weil er das letzte Mal einen Gott angebetet hat, um einen anderen Gott zu verhöhnen. Was derjenige ja nicht weiß. Ja, aber anscheinend haben das. Aber die Götter scheinen es zu wissen. Ja, die Götter haben das mitgekriegt. Du bekommst gerade die Retourkutsche. Wie ist denn das eigentlich mit diesen Götterwürfen? Ich hatte da, glaube ich, 9 und 1 gewürfelt. Ja, nur die 9 zählt was? Nur die 9, und? Okay. Ja, auf das, was ich gebetet habe, quasi. Genau, die kannst du auch wieder, also das wäre auch ein Würfel, den du zur Seite legst und dann halt für das verwenden kannst, worum du gebetet hast, ja. Mhm. Gut, also das passiert gerade ein Stückchen abseits, wo es niemand mitbekommt, also außer Garrus. Achso, das bekommen wir gar nicht mit. Okay. Nein, das bekommen wir gar nicht mit. Das habe ich jetzt schon aufgeschrieben. Ups. Nein, es hat ja noch keiner irgendwie. Ne? Ihr guckt alle zum Höhleneingang, seid von dem Bären fasziniert. Ja. Deshalb ist das gerade hinterrücks, im wahrsten Sinne des Wortes. Also tatsächlich hinter eurem Rücken. Gut. Irgendwas Ungewöhnliches an dem Bär, außer dass er riesig ist? Nein, er ist riesig. Also er ist auch lebendig. So. Kommen wir zum Rest. 1, 2, 3, was tut ihr? Der Bär, ich sag das gleich mal, der Bär kommt aus seiner Höhle heraus
und setzt dem Dial hinterher. Ich rufe rüber. Gildo, halt den Bogen bereit! Den habe ich schon längst gezückt und einen Pfeil eingespannt. Während dem ganzen Szenario. So, jetzt seid ihr. Wir machen es nochmal, ne, langsam und ja, streng nach Regelbuch, damit es sich ein bisschen einschleifen kann. Wenn man dann damit vertraut ist, geht es schneller und dynamischer. Zuerst mal sagt ihr grob, was ihr macht. Ohne Details, ja, aber ihr sagt, ich laufe weg, ich kämpfe mit ihm. So genau, dass ihr wisst, welche Fähigkeit ihr dann würfeln müsst. Und dann würfelt ihr die. Ja. Ich halte das Schwert hoch, das Schild nach ohne vorne. Ohne Details. Ohne also Details. Wir wollen nur wissen, ob du in den Nahkampf gehst bereit. Oder ob. Ich stehe bereit im Nahkampf, wenn der Bär ankommt, dass ich direkt dagegen halten kann. Okay, alles klar. Ja, dann würfelst du Melee. Genau. Ich fliehe entweder die Böschung hoch, wenn da in der Nähe eine steile Böschung ist, oder ein Baum, der in der Nähe ist. Also ich versuche zu klettern zu entkommen. Gerne ja. Böschung, okay, dann würfelst du Agility. Und Gedor? Ich würde irgendwie versuchen, ich ja das mit den Jägern nicht mitbekomme, den Bären versuchen, irgendwie in die Tatze oder irgendwie in das Bein reinzuschießen, damit er umgelenkt wird, weil, keine Ahnung, irgendwie sowas stelle ich mir halt vor. Ja. Du hast schon gewürfelt, das ist eine 9. Ja, ich? Ja. Ach du, da oben drüber, weil er nicht kam. Entschuldigung, weil er nicht kam. Maybe. Ja. Der klettert wie ein Weltmeister. Ja, das dauert. es dauert manchmal ein paar Sekunden, aber es kommt schon. Na, nehme ich also es kann ein paar Sekunden dauern, weil der Bot läuft lokal auf meinem Rechner. Das heißt, der muss von dir zu Discord, von Discord zu mir und dann den ganzen Weg wieder zurück. Also das kann mal eine Sekunde dauern. Ich muss mir bei dem obersten minus 4 abziehen. Okay, gut. Du willst auf den Bären schießen. Oh, ja. Würfel doch mal. Würfelst du. Oh, auch gut. So gut. Hey, sehr schön. Sehr schön. Das ist doch super. Okay. So. Jetzt, kannst du mal so gucken. Es gibt ja so. Es gibt so Combat Moves im Regelwerk. Eigentlich ist alles, was du machst, ein Combat Move. Ja. Mhm. Manchmal sagst du den halt nicht so explizit an, sondern du beschreibst es einfach, aber. Regeltechnisch ist das halt ein Combat Move. Das heißt aber, mein Gebet, was ich ja auf Archery, also auf Jagd und Bogenschießen gebetet habe, würde ja jetzt auch auf den zählen, weil es ja mein nächster Archery-Move ist, oder? Wenn du dein, also du kannst jetzt theoretisch, wenn du aufs Ganze gehen möchtest, kannst du sowohl deine 4 als auch deine 9 jetzt hier drauf tun, ja? Ja, die 4 war ja auf Warfare. Die ich gewürfelt hatte. Nein. Das hat nichts damit zu tun. Du würfelst deshalb Warfare, weil sowas wie Hinterhalt legen, positionieren halt geht. Aber der Würfel, den du damit bekommst, hilft dir dann im Kampf. Ja, aber den kann ich auch nur jetzt einsetzen, oder? Den kannst du genau jetzt einsetzen, genau. Aber später nicht mehr, genau. So war das ja. Nee, oder? Genau. Richtig. Also die 4 nimmst du auf jeden Fall dazu. Bei der 9 kannst du es überlegen. Ach so, bei der 9 kann ich es überlegen. Mhm. Okay, also dann würde ich die 4 auf jeden Fall noch dazu nehmen, weil der würde ja dann wegfallen. Ja, die musste ja. Ja, den muss ich den ja, den nehme ich auch dazu auf jeden Fall. Es ist trotzdem eine Wahl, denn manchmal möchtest du vielleicht nicht zum Beispiel so viel Schaden machen, weil du möchtest jemanden verwunden, aber nicht töten. Ne? Deshalb sind viele Sachen halt Spielerwahl, auch wenn du typischerweise sagst, na klar, will ich mehr Schaden. Ja, nee, also ich will da schon an der Tatze so viel Schaden, dass der schon entweder abgelenkt oder umgelenkt wird oder irgendwie sowas. Da will ich schon ziemlich viel Schaden, weil da passiert ja auch nicht viel. Ja, im Notfall verliert er halt seine Tatze. Ja. Genau, also die 4 nehme ich auf jeden Fall dazu. Okay. Genau, ja. So, dann kommen wir mal zu dem, wer was macht. Also, der Bär rauscht an dir vorbei, Champ. Möchtest du ihm im Vorbeirauschen noch einen versetzen, dann könntest du mit einem Würfel das machen. Ja, dann möchte ich das tun. Okay. Dann möchte ich das tun. Dann hast du einen Angriff. Ja, okay, dann benutze ich eine 3 dafür. Ich habe ja auch eine Warfare 3 sowieso, nicht so eine 3.
Und dann benutze ich eine 3, um da was zu tun. Also, welche 3? Du hast eine 7 und eine 2 gewürfelt. Nee, die 7 muss ich 4 abziehen, wenn man schwer nutzt. Ich habe dadurch also 2 Dreier und eine 2. Also, wo nutze ich? Okay. Ich benutze eine normale 3 dafür. Ich habe dann gleich noch eine Frage, kommt aber erst, wenn es soweit ist. Ja. Ich benutze eine 3. Okay, alles klar. Also der Bär rauscht an dir vorbei, hinter Dyle hinterher. Der hat aber so einen Affenzahn drauf. Ja. Das ist unglaublich. Also ich sag mal so, ein Affe ist ein Scheißdreck dagegen. Ja? Niemand glaubt, was er gerade sieht, vor allem, weil er ein Gnom ist. Du schaffst im Sprint 96 Meter pro Kampfrunde oder 4,4 Meter pro Sekunde plus das, was du da in die Gilde gewürfelt hast. So, warte mal. Nur um das auch mal. Ja, schon wieder auf für jeweils 5 Erfolge. Also, du hast 19. Du hast eine 29. 19 über Erfolge. Das heißt, das sind 4 zusätzliche Erfolge. Das heißt, nur so der Vollständigkeit halber, du legst im Moment ungefähr 5 Meter pro Sekunde zurück. Nice. Und würdest in der Kampfrunde fast 120 Meter. Ja, also natürlich nicht. Es geht ja bergauf. Jetzt brauchst du allerdings auch Würfel zum Klettern. Ja. Und das hat eine Difficulty von 10. Was ist denn das? Das heißt, Klettern? Du verwendest Klettern ist auch Agility. Achso, ich muss jetzt einen einsetzen dafür. Genau. Du musst jetzt 10 Punkte einsetzen, um diese steile Böschung, die du hochklettern wolltest, erfolgreich hochzuklettern. Ja, auf jeden Fall. Da hast du immer noch genügend über. Also ihr seht diesen kleinen Gnom wie einen geölten Blitz einmal quer durch die Mulde. Und dann direkt die steile Böschung hoch, als würde er da einfach hochlaufen, so schnell geht das. Und dann hüpft er auch noch elegant, um dem noch das i-Tüpfelchen draufzusetzen, hüpft er dann auch noch mit besonderer Eleganz über die Böschung und landet so ganz cool ausgestreckt neben Gildor. So, hey, ist was. Ja, aber ich habe grüne und blaue Klopfaugen, die aber in dem Moment keiner sieht, weil jetzt alle gerade nach dem Bär schauen. Ja, die mildern den Impact so ein bisschen, aber nur für die genau hinschauen. Alle, die das von der Entfernung sehen, denken jetzt gerade so, oh, wow. Okay, dann. Also der Bär erreicht dich nicht. Mhm. Der ist zwar auch verdammt schnell unterwegs, hättest du bei der Größe jetzt auch nicht gedacht, seid ihr alle von überrascht, was der für eine Geschwindigkeit draufkriegt bei seiner Masse. Aber gegen Dyle ist das mal gar nichts. Deshalb dürft ihr beide mal Schaden würfeln. Cem und Gildor. Ah. Ja, und was dürfen wir würfeln? Schaden. Der Schaden, von deiner der auf deiner Waffe steht. Genau. Ja, bei deiner Waffe steht ein Schadenswert. Denn, um das auch nochmal vollständig zu machen, Fernkampf. So, was ist dein Schadenswert? Was ist da eigentlich dein Zielwert? Was ist deine Reichweite? Die Reichweite vom Bogen habe ich nicht. Nee, ich rede jetzt mit Gildo. Du würfelst nur Schaden. Okay, also die Reichweite ist 10 bis 40 Meter. Okay. Und also, der Schaden ist D12-3. Okay, also es sind weniger als 40 Meter. Das heißt, wir sind auf mittlere Entfernung. Dann ist dein Mindestwurf 7. Er hat keine Deckung. Er ist besonders groß. Ja. Das heißt, minus 1, dann ist sein Zielwert 1,6. Er rennt zwar, aber er rennt fast direkt auf dich zu. Deshalb, sagen wir mal, plus 1. Du würdest gerne nicht den Dyle treffen. Ja. Das wäre somit am besten. Ja, genau. Also nochmal plus 2. Ja, dann sind wir bei 9. Das ist dein Zielwert. Du musst also eine 9 würfeln, um ihn zu treffen.
Das ist überhaupt gar kein Problem. Du hast eine 26, das heißt, du bist 15 drüber. Zählen die 4 jetzt noch nicht dazu? Welche 4? Achso, sorry, die habe ich noch nicht gesehen. Okay, dann bist ja, du gut, 19 die... drüber. Ja, ja, dann bist du 19 drüber. Das heißt, so. Ich roll... Du hast was? D12? D12-3. Hab ich okay, 19 drüber sind also plus 6. Mhm. Dann würfelst du D12 plus 6 als Schaden. Und wie schreibe ich das? D12? Du würfelst ein D12. Und dann rechnest du es einfach dazu. Achso. Okay, genau. Roll D12. Ja, ja, sehr schön. Okay. Dann hast du 15 Schaden. 15 Schaden. Genau. Okay. Der Cem, mit was hattest du angegriffen? Mit einer 3 oder so? Gibt dir also keine. Ja, genau. Das, doch, gib ja, mir das einen. Ne? Ein. Macht nichts. Ist egal. Zwei Punkte. Sag mal. Zwei ja, Punkte. Deine Waffe prallt am dicken Fell des Bären ab. Das dachte ich mir schon. Ich habe gerade mal so eine Frage zu nicht dem. Nicht die kleinste dünne rote Spur, gar nicht. Okay. So, Gildor, du machst 15 Punkte Schaden. Und das reicht tatsächlich aus, um also zumindest schlägt das in den Bären ein und du merkst auch, dass er so ein bisschen zurück. Man merkt, das hat er gespürt. Mhm. Aber gefällt hat ihm das jetzt nicht. Okay. So. Der Bär steht jetzt da so einige Meter vom Höhlenrand entfernt, ist jetzt wütend, weil angeschossen. Sein Ziel ist verschwunden, also über die Böschung und in Deckung. Mhm. Das heißt, er wirbelt jetzt herum zu dem, der da hinter ihm steht. Und geht auf Cem und Davy los. Wir tun jetzt einfach so, als wäre Davy dabei, aber das, was er macht, macht halt keinen Unterschied. Ja. Ja, der geht jetzt auf euch los. Also auf dich ganz konkret. Ja. So, gleiche Szene, nächste Runde. Was tut ihr? Ich bin mit den Jägern jetzt außen vor erstmal. Dich nehmen wir gleich noch dazu, aber bisher hat das ja noch keiner mitgekriegt, was bei dir los ist. Deshalb lasse ich die jetzt erstmal in dieser Ungewissheit ihre Aktionen ansagen. Also, kann ich noch einen meiner Würfel von der Runde, wo ich ja nur einmal geschlagen habe, wieder nehmen, um mich zu positionieren, wenn der Bär auf mich zurückkommt? Nein, kannst du nicht. Okay. Neue Runde. Ich bin wahrscheinlich ganz kurz außer Bluetooth-Reichweite. Ich muss kurz in der Küche was machen. Ja. Sehr viel schlechter kann ich ja jetzt nicht mehr werfen. Wenn ich nochmal so schlecht würfel, bin ich, glaube ich, tot. Sag also, das nicht so laut. Du solltest also vielleicht mal rüberrufen, dass was los ist. Dann kriegen wir das auch mit. Ja, mache ich, sobald er mich das machen lässt. Na, da ist aber das Problem. Ich kann ja bloß schreien oder mich verteidigen. Oder wegrennen. Schreien ist auch gut. Oder weglaufen. Weglaufen ist auch eine gute Möglichkeit. Du kannst ja während dem Weglaufen noch einfach schreien. Mehr? Was ist das kleinere Übel, sag ich nur dazu. Ein Bär, der dich vielleicht nicht sieht oder Räuber, der dich umbringt. Nein, das kleinere Übel bin immer ich. Naja. Ich geb dir meinen Tipp. Das ist das kleine größte Übel. Ja? Lenk die Räuber, versuch die mit irgendwie in ihren Kampf mit dem Bären reinzulenken. Ja. Versuchen die mit reinzuziehen. Dem ich mich hinter den Bären verstecke, oder was? Ja, genau. Gareth, versteck dich auf den Bären. Bei solchen Situationen ist es immer wichtig, du kannst eigentlich immer kleine Aktionen machen, das heißt rufen, ne? Ja. Schreien um dein Leben. Während du abwehrst, kannst du auch schreien, du kannst auch fliehen. Es gibt doch hier so eine Fluchtmöglichkeit. Aber wenn ich fliehe, versuchen die es ja wahrscheinlich zu verhindern. Heißt, ich müsste auf Agility würfeln, ne? Habe ich immer eine plus 1. Ja, besser als Melee, weil da bin ich genauso scheiße drin. Ja, wobei immer noch besser als das letzte Mal. Ja, ich habe Melee auch schon hochgelevelt. Ja. Also um 1, ich bin bei minus 2 angekommen. Ja, dasselbe. Da muss ich nochmal ein bisschen... Oh, ich brauche dringend eine Waffe. Hast du keine? Ich habe einen kleinen Dolch. Oh, okay. Ja, ich habe 2 kleine Dolche. Ich verlasse mich eher auf meine Magie, die ich momentan auch nicht anwenden kann, weil ich viel zu wenig Mana habe und verwende ich das, dann verwende ich ja auch teilweise meine Lebenskraft, wenn es so drüber geht, und dann wäre ich auch direkt tot.
Wie viel Mana hast du denn generiert? 9. Aber ich bin auf maximal 16 und mein Zauber, den ich brauche, der braucht 16 Mana. Ah, okay. Ja, also, wie gesagt, ich bin wieder da. Zaubern ist nicht unbedingt so ein Ding, womit man jetzt alles immer lösen kann. Das ist eher so punktuell ein Thema im Moment. Yep. Ja. Also, vor allem, wenn du den Zauber nicht als Word of Power hast, bist du in der Situation einfach nicht schnell genug. Das heißt jetzt nicht, dass du jetzt deswegen auf Melee steigern solltest. Kannst du natürlich machen, aber das ist wahrscheinlich sehr müßig. Aber du bist dann halt in solchen Situationen eher unwichtig, genau wie ich auch. Ich habe zum Beispiel Archery gesteigert, weil ich da so schlecht war, dass es sehr billig war. Und ich werfe jetzt gleich mit Kieselsteinen, da wirst du mal sehen. Die habe ich das letzte Mal schon aufgesammelt und stehen sogar auf meinem Blatt. Unter Waffen. Ja. Das war eine einzige. Gibt ja irgendwas, was du machen kannst. Die Frage ist was. So, was macht ihr, Cem? Okay, so, jetzt alles klar. Jetzt habe ich eine 2 oder 3, richtig. Scheint ja irgendwie nicht zu werden mit den guten Würfen. Irgendwie gerade nicht, nein. Dial. Nee. Ja, ich werfe mit Kieselsteinen. Ich meine, ich erwarte nicht, dass das was bringt, aber ich will einen Bär ablenken. Okay. Gedor. In erster Linie will ich mich erstmal auch kurz um Dial mir kurz Sorgen machen, aber weiterhin vielleicht beschussfähig bleiben, also wieder auf Archery würfeln. Fähig bleiben oder schießen? Ich will auch schon noch schießen, aber... Okay, dann würfelt ihr beide das Ziel, Archery. Weiß ich noch nicht, auf was ich genau, schieße. Also ihr beide würfelt Archery, das ist... Ja, du erstmal sagst du, was du generell tust, und dann kannst du mit diesen Würfeln spielen. Und dann guckst du halt, was du gewürfelt hast, und dann sagst du, okay, diesen Würfel benutze ich, um zu verteidigen, diesen Würfel benutze ich, um anzugreifen. Ja, okay, genau. Cam, hast du ein Schild? Ja, hast du in einem Schild gesagt? Genau, das würde ich fragen, wann darf ich dafür würfeln? Dafür darfst du würfeln, wenn du jetzt dran bist. Also zusammen mit dem Melee würfelst du dafür. Also gleichzeitig mit dem Melee, okay. Ja, gleichzeitig. Das geht halt nur nicht in... Ja, okay. Auch eine 1. Gut, aber dann hast du was, eine 1, eine 2 und eine 3? Mhm. Gut. Okay, dann gehen wir mal der Reihe nach. Von den Sachen, die ganz einfach sind. Also, Dial wirft erfolgreich ein paar Kieselsteine knapp über die Böschung. Ah, das hab ich eben vergessen. Dir erschließt sich nicht, was das sein soll. Ja. Definitiv ist das kein Angriff. Vielleicht ist das irgendwie ein gnomisches Glücksritual oder so. Ja. Genau, das denke ich mir. Als ob der das sieht, der ist am Schießen. Der macht ja schließlich gar nichts. Nicht, was das so ist. Der soll schießen, der soll. Ich stelle mir das gerade so geil vor. Nein, nicht vorstellen, so schieß! 20 Meter Sprint in mir gelegt und schmeißt gerade mit so Kieselsteinen knapp über die Böschung. Das ist geil. Ja, also der erste Teil sah genial aus, als wüsste er was. Jetzt bist du dir nicht mehr ganz so sicher. Also, mit dem Archery-Wurf triffst du auf jeden Fall, denn dein Wert ist jetzt, der Dial ist ja aus dem Weg. Das heißt, dein Wert ist jetzt, da ist der Fehler. Da steht Karl, weil das in den Charakterdaten falsch steht. So, jetzt schreiben wir da Gildor rein. Und wenn du dann nochmal Load machst, dann... Okay. Also mit der 11 triffst du auf jeden Fall und hast noch 4 über. Das heißt, wenn ich es richtig erinnere, plus 1. Dann würfelst du also deinen Schaden. Plus 1. Falls du möchtest, kannst du natürlich die 9 dazu nehmen. Ich hatte halt nur überlegt, dass ich warte und warte, was Garrus vielleicht macht. Also im Meta-Denken und vielleicht hätte er sich ja bemerkbar gemacht wegen den Räubern. Aber wenn ich jetzt schon dran bin, dann würfel ich das natürlich. Ja, du bist jetzt dran. Denn das passiert jetzt alles relativ schnell. Das ist gut. Plus 1, 13. Ja. Das ist schon ein ziemlich... Also du triffst den Bären diesmal im Rücken. Mhm. Und wieder dringt der Pfeil mit einem durchaus befriedigenden Geräusch durch Fell und dicke Haut tief in das Fleisch der Kreatur ein. Mhm.
und bleibt dann auch dort stecken. Okay. Also definitiv ein solider Treffer. Mhm. Da kommt dann auch einiges an Blut heraus. Schauen wir mal, was der Bär mit dem Gem macht. Er greift mit einer 10 an. So, jetzt kommst du. Ja, jetzt kommst du. Du kannst jetzt nach und nach deine Würfel dagegen setzen. Ja, also ich habe die 2 mit dem Schild, wirf das zu einer 3 und setze das als Verteidigung mit ein. Das sind übrigens separate Würfel, ne? Die du auch getrennt. Ach, sind separat. Okay, einsetzen kannst, genau. Okay. Die Einschränkung ist, dass du die Schildwürfel nur zur Verteidigung setzen kannst. Richtig. Ne? Das heißt, Verteidigung mit einer 3. Ja. Okay. Okay. Der Bär haut dann nochmal drauf mit 5. Auf insgesamt 15. Du noch einen Würfel übrig. Du kannst überlegen, ob du den auch in die Verteidigung setzt, um zumindest den Schaden ein bisschen zu reduzieren oder ob du damit angreifst. Ich nehme einen Angreif, das ist eine 3. Ich habe aber, das habe ich eben vergessen, Schwertprophecy und Advantage, Vorteil, Angriff. Also mach den zu einer 6. Dann wird das eine 6. Dann greifst du mit einer 6 an. Jawohl. Dann würfel doch mal Schaden. Oh, haben wir eine 3. Das ist echt kacke. Aber das sind 3 dazu, sind 6 Punkte. Ja, okay, dann machst du 6 Punkte Schaden. Du hinterlässt so eine ganz leichte rote Spur auf dem Bauch des Bären. Also anscheinend gerade genug, um durch sein dickes Fell und seine Fetthaut zu schneiden. Er umgekehrt greift dich mit 15 gegen, was war das, 5 an? Was hat die Verteidigung? Gegen 3. Gegen 3. Also 12 plus 4, 11 Punkte. 11 Punkte. 11 Punkte Schaden. Was hast du für eine Rüstung? Ich habe Leder und Kette. Okay. Die Lederrüstung gibt dir 4. Die Kette gibt dir 8. Sind zusammen 12. Mhm. Dann schrei ich auf. Da haben wir wohl ein gleich dickes Fell. Ja, er haut mit 11 drauf. Das kommt durch deine Rüstung nicht durch. Du spürst den Schlag sehr wohl. Mhm. Ja. Das ganz sicher. Wie viele Hitpoints hast du? 12. Ich weiß, da war was Böses. Ja, genau. Wenn du Shock and Impact Force. Okay, da hast du Glück gehabt. Also wenn du mehr Schaden als du Hitpoint hast, dann verlierst du für die nächste Runde einen Würfel. Weil sich das schlicht umreißt. Ja. Einfach durch die schiere Gewalt, selbst wenn die Rüstung hält, einfach die schiere Energie des Aufpralls würde dich halt von den Füßen reißen oder desorientieren, was die Saat. Aber da bist du jetzt gerade einen Punkt runter. Oh, ja, wir haben Glück gehabt. Also du spürst diesen Schlag heftig. Der sendet eine ganz klare Botschaft, dass das gerade noch mal gut gegangen ist. Und danke an den Schmied deiner Rüstung. Aber die Kleidung oberhalb der Rüstung sieht jetzt nicht mehr ganz so gut aus. Ui. Entschuldigung. So. Schauen wir mal zu Garris rüber. Garris, die beiden Typen mit ihren Dolchen haben eine ganz klare Mission und stechen weiter auf dich ein. Was tust du? Wegrennen kann ich ja nicht, weil die vor mir stehen, der Baum ist hinter mir, richtig? Naja, der Baum ist jetzt kein Mammutbaum. Also du kannst sicherlich um den Baum rum wegrennen. Da sehe ich kein Problem. Dann würde ich in Richtung meiner anderen Kumpanen rennen und dabei aber auch schreien. Alles klar. Dann würfelst du Agility und kannst das als Verteidigung nutzen. Und schauen wir mal, was die beiden so zu bieten haben. Oh Gott. Achso, übrigens, ich krieg einen Würfel weniger, weil ich 30% meines Lebens verloren habe. Mehr als ein Drittel, also mehr als 33. Warte mal, von 10 bis 7, nein, sind es ein Drittel? Nee, ist kein Drittel. Nein, dann bist du gerade da drunter. Oh, Gott sei Dank. Okay, du hast eine 8 und eine 6. Wie gesagt, normalerweise wäre das ja verdeckt. Das heißt, du würdest nicht sehen, was ich gewürfelt habe. Ich würde also sagen, okay, ich greife dich an mit einer 10 und einer 9. Also der eine mit einer 10, der andere mit einer 9. Ich stecke alles in die Verteidigung. Genau, und jetzt musst du dich taktisch entscheiden,
Verteidigst du dich gegen beide, um den Schaden zu reduzieren, oder steckst du es in den einen, um zu sagen, vielleicht reicht das, dass der mich gar nicht trifft und dafür nehme ich den Schaden vom anderen? Das sind die taktischen Komponenten, ne? Ich steck beides in demjenigen, der da den Critical Success hat. Okay, dann hast du eine 14 gegen den und er hat bisher eine 10, das heißt, bisher trifft er dich nicht. Normalerweise würdest du auch nicht wissen, dass er einen kritischen Erfolg hat. So, da du keine Würfel mehr hast, legen sie jetzt halt ihre an den Tisch. Und dann hast du eine 23 gegen eine 14 und ein kritischer. Und die 16 gegen nichts. Deshalb würfeln wir die 16 mal zuerst, weil das sind schon plus 8. Das kommt durch die Rüstung, dann verlierst du 8 Lebenspunkte. Damit bin ich dann entweder K.O. oder keine Ahnung was. Ich hatte noch 7 Lebenspunkte. Okay, dann bist du bei minus 1. Wenn das so passiert, gehst du zu Boden. Und wenn du zu Boden gehst, dann sticht der andere auch nicht zu, sondern jetzt müsste er irgendwie zu Boden gehen mit dir, ne? Sondern er rennt dann los in Richtung Gildor und Dyle. Also du brichst mit einem lauten Aufschrei, den wolltest du ja eh machen, da kommt jetzt noch der Schmerz dazu, brichst du zusammen, als du eine lange dein Eindringen spürst. Und dann wird es dunkel um dich. Ja, ihr alle hört diesen Schrei von Garris. Mhm. Und dieser Schrei fing an wie ein Warnschrei und endete wie ein Schmerzschrei. Und dann endete er sehr abrupt. Ja! Also es ist jetzt eine Garris, neue Runde wir quasi. Wir kommen gleich zu dir. Genau. Also Garris, wir kommen gleich zu dir. Das ist noch lange nicht das Ende. Es gibt in dem System einige Stufen zwischen Schaden und Tod. Aber sobald du auf oder unter 0 Hitpoints fällst, bist du halt ausgefallen. Ja, yep, alles klar. Gut, was tut ihr? Ihr hört diesen Schrei. Der Bär scheint ein bisschen langsamer zu werden, aber möchte weiter den Cem fressen anscheinend. Ich ruf rüber, schaut, ich halte! Gut! Ja, ich würde mich dann auch mehr oder weniger, also nicht als nach dem Befehl, sondern eher so nach dem Okay, dass Cem das hält, auch dann zu Garrus wenden, weil er ist ja auch ein mehr oder weniger Gleichrassiger. Und er liegt mir dann schon demnach. Du siehst sofort einen von den Jägern mit blutigem und gezücktem Dolch in der Hand auf dich zusprinten. Okay, und wie viel Meter ist er noch weg? Sicherlich noch 20, 30 Meter. Dann würde ich definitiv mit meinem Bogen drauf schießen wollen. Mhm. Gott, und ich mache mich melee bereit. Ja, dann würfel. Also sobald du entschieden hast, ne, was für eine Aktion du machst, kannst du auch die entsprechende Fähigkeit direkt würfeln. Oh Gott. Das ist schon mal schick. Ja, ich habe einen kritischen. Das ist ganz so schick. Das ist sehr schön, weil mit dem kritischen passiert dann auch was. Und es ist eine kritische 6, alles klar. Dein, was machst du? Trotzdem dich haben wir noch. Naja, wie weit sind die denn von uns weg, die zwei Jäger? Jetzt noch so ungefähr 20, 30 Meter. Ach, das ist so weit? Ja, ich hatte gesagt, dass diese Kuhle hatte einen Durchmesser von fast 100 Metern und ne, der Gildo hatte sich so etwa auf die Hälfte begeben. Ja. Nee, dann kann ich nichts anderes machen, als versuchen, den mit größeren Kieseln, die hoffentlich weiter fliegen, zu werfen auf den Bär. Um den abzulenken. Okay. Ja. Okay. Dann würfelst du auch Archery? nicht sehr erfolgreich. Da fliegen die ganze Zeit Kiesel, aber die kommen halt nur halb so weit. Die kommen nirgendwo hin. Ja. Ganz anders als der Cem. Möchtest du zuerst Würfel ausgeben oder soll der NS erst? Der Bär soll zuerst. Der Bär greift dich mit einer 6 an.
Er greift mich mit einer 6 an. Du kannst immer dein Schild dazu würfeln, übrigens. Das habe ich gerade vergessen. Du kannst immer dein Schild als Verteidigung benutzen. Ja, das hatte ich gerade vergessen. Schilder sind cool. Schilde sind wirklich cool und geben großen Vorteil. Na, kommt was? Naja. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn da los? Er greift mich mit, was greift er mich an? Mit einer 6. Mit einer 6 greift er mich an. Ich benutze meine 7. Oh ja. Nee, warte mal. Ich benutze meine 6. Da kommen 3 drauf. Mach da eine 9 drauf. Und gehe hin, unterlaufe ihn und mach einen Counter-Attack. Damit klaue ich ihn den Würfel, richtig? Ja. Das war eine 6, ne? Richtig. Ich muss immer im Regelwerk hin und her scrollen hier. Bis jetzt eine 6. Das ist eine 9. Hast du eine leichte oder schnelle Waffe? Ja, das ist eine schnelle Waffe, ein Schwert. Gut, okay. Dann muss er Dexterity gegen 15 schaffen. Falsche Zeile. Remove the lowest die from the enemy attack and add it to your attack against him. Das heißt, jetzt findest du raus, er hat nur eine 4 gewürfelt. Ja. Das heißt, du nimmst ihm die 4 und tust die deinem Angriff dazu. Das heißt, du hast jetzt eine 4 im Angriff. Ja, okay. Habe ich einen Angriff 4. Okay, er hat eine 6 im Angriff, du hast eine 4 im Angriff. Okay, dann er hat keine Würfe mehr. Nimm meine 7 mit dem Schild eine 1, eine 8, benutze das Manöver, um Block zu machen. Das heißt, ich gehe in seine Taste rein, benutze den Schild nur, um das Schwert frei zu machen, damit ich daraus einen Angriff machen kann. Mhm. Und die anderen 2, mein Block reicht bei der 7. Aber von der 7 gehen deine Mali ab. Die gehen immer vom Wüstenwürfel weg. Moment, falsch. Ich hatte 6 geworfen, 7. Ach, der geht von der 7 ab, auch von dem Bonuswürfel. Die Mali gehen immer vom höchsten Würfel. Ah, so. Ja, dann habe ich eine 6 und dann habe ich da eine 4. Entschuldigung. Moment, eine 3. Mich vertan. Ich dachte, die würden nur von den anderen beiden und bei dem Bonuswürfel. Nein. Dann nehme ich die Sekunde, 6, 7. Jetzt muss ich selber noch einmal gucken. Das habe ich nämlich auch nicht mehr auf dem Schirm. Block ist bei 7. Dann nehme ich die 7 für den Block, die 6 und die 1 vom Schild und die 3 zur Verteidigung. Okay, passt. Dann hast du insgesamt im Angriff. Wie gesagt, 9, auf den Tisch würde man jetzt die Würfel einfach so legen. Ne? Ja. Meine 9, seine 4 ist eine 13. Ja. Plus die 6 und die 1. Das sind 13, 20. 20, okay, das ist doch ein hübscher Angriff. Dann mal Schaden. Ja. Oh. Mhm. Aber du bekommst 10 dazu. 2, 10 dazu ist ein 14. Mhm. Aha, okay. Und du hast einen kritischen. Ja, was macht das? Ein kritischer Treffer ist der Kniff, mit dem man Rüstungen überwindet. Bei einem Bär wahrscheinlich nicht so. Okay. Er ist gerüstet. Insofern gibt es da keine ungerüstete Stelle, die du treffen kannst. Darf ich, ja. Außer du würfelst halt 2 Zehen, ne? Dann immer. Ja, dann immer. Insofern, das bringt nichts. Trotzdem machst du genug Schaden, dass er jetzt doch blutend zumindest auf alle Viere geht und schwer atmet. Deine Intuition sagt, noch so ein Treffer und er hört auf, sich zu bewegen. Mhm. Währenddessen schießt der Gildor auf den heranrauschenden Gegner. Wie gesagt, du müsstest noch einmal Lot Gildor schreiben, dann stimmt auch der Charaktername da. Ach so, ja, mache ich dann. Ist egal. Du hast eine 7 gewürfelt, ne?
Ja, da würde ich dann wahrscheinlich die 9 noch dazu nehmen dann. Das ist eine weise Entscheidung. Dann triffst du ihn auch. Dann würfel doch mal Schaden. Du hättest eine 7, 10 gebraucht. Mhm. Das heißt plus 6, also plus 2 also plus einfach zwei Schadenspunkte. 12, aber... Und dann plus 2. Okay. Und dann plus 2. Also 10. Also das ist gegen einen ungerüsteten Gegner. Dein Pfeil findet sein Ziel, schlägt voll und du siehst, dass er strauchelt und sich erstmal an einem Baum festhält und ne, so vor Schock auf seine Wunde starrt. Und dann siehst du den zweiten kurz hinter ihm angelaufen kommen. Mhm. Das ist jetzt der Übergang zur nächsten Runde. Der fängt sich wieder und humpelt so ein bisschen weiter. Hat der jetzt zweite auch diesen Schockeffekt? Rennt an dir vorbei. Ja, genau, der hat jetzt auch den Schockeffekt. Okay. Aber der zweite rennt trotzdem noch auf uns zu. Der zweite rennt weiter auf euch zu, ja. Okay. So, der Bär. Der Bär hat anscheinend die Schnauze voll. Versucht in seine Höhle zu rennen. So, jetzt wieder der Reihe nach. Was macht ihr? Ihr könnt in beliebiger Reihenfolge ne, euch. Es gibt viel einfach so Spiegelentscheidungen. Ich würde erstmal rüberrufen und Dyle, wie gut bist du denn im Kampf, im Nahkampf? Ja, durchwachsen, würde ich sagen. Nimm dir meinen Dolch aus meinem Gürtel. Okay. Wo? Ja, ich hab noch so zwei Dolche halt neben. Deswegen kannst du dir einen Rumpf nehmen. Ja, gut. Kämpfen, dass du auch was machen kannst, außer Kieselsteine werfen. Sorry. Und ja, ich würde natürlich auch auf den nächsten schießen, also auf den nächsten heranrauschenden Jäger. Dann würfelst du Archery und 26 kritischer Erfolg. Dyle würfelt Melee. Ja. Einen Würfel musst du weggeben, um den Dolch zu ziehen. Neuer Robin Hood oder wie? Cem, was machst du? Ich schlage auf den Bär drauf, dass er nicht hinkommt. Gott, dann würfelst du auch Melee. Habe ich gemacht. 4 und 5. So. Ich muss natürlich den höchsten weglegen, oder? Nein. Du musst mindestens eine 3 weglegen. Ja, also doch. Ja, in dem Fall jetzt. Auch das ist ein Manöver. Das Manöver heißt Ready. Und damit kannst du halt eine Waffe wegtun, eine neue Waffe ziehen oder sonst irgendwas in dieser Art tun. Ja. Und dafür musst du halt ne, mindestens eine 3 weg. Okay, also das heißt, ich werde jetzt, wenn irgendeiner kommt, mit 1 angreifen oder verteidigen. Ja, so ist es. Da weiß ich aber jetzt, muss ich erstmal warten, was passiert. Ja, genau so ist es. Also, ne, wenn es jetzt darum geht, Reihe um die Würfel legen, dann legst du halt als erste 6 raus und den Dolch. Mhm. Können wir gerade nochmal Discord mal starten? Es ist gerade sehr abgehackt. Gut, dann machen wir mal den Bären zuerst. Der Bär rennt nur an dir vorbei. Mhm. Mit was möchtest du ihn denn angreifen? Ich darf nur einen Angriffswurf nehmen, ne? Nein, du darfst beliebig viele Würfel in deinen Angriff. Also, ne, eins nach dem anderen. Du sagst halt einen Würfel nach dem anderen an. Du kannst also immer wieder auch entscheiden. Ne, möchtest du noch was drauf tun oder nicht? Ich nehme die 4 plus die 3 für Angriff und Schwert und möchte einen Slice-Angriff machen. Okay. Er tut erstmal eine 4 raus, um wegzurennen. Okay. Und dann nehme ich die 7 mit dem Schild, der 1 sind 8, um nochmal das Block mal über zu machen und alles da reinzusetzen, dass ich noch erwische. Okay, dann tut er eine 5 in Ausweichen. Okay, dann habe ich 15, was soll der? Er hat 5. Okay. maximal Schaden. 12. Plus 10 sind 5, 15 Punkte Schaden. Für jeweils 5 Hitpoints verliert er 1
Lebenspunkt die Runde. Ja, das macht aber jetzt auch keinen Unterschied mehr. Du schneidest ihm mit der vollen Länge deines Schwertes den Bauch auf und er bricht noch an Ort und Stelle vor dir zusammen. Ja. Ich weiß nicht, ob das klug war, aber... Wir haben Abend. So, Gareth, dein Schuss findet sein Ziel. Gildor, meinst du? Entschuldigung. Ja, Gildor. dein Schuss findet sein Ziel. Sehr elegant, mit immer noch 16 Bonus. Mhm. Also plus 5 Schaden. Mhm. Dann kannst du jetzt auch mal Schaden würfeln. 10 plus 5 sind 15 Schaden, gehe ich mal von aus. Jo, das reicht. Also den zweiten triffst du sogar noch besser. Der fällt einfach rücklings hin. Einfach so. Okay. So ganz unspektakulär. Pfeil in die Brust, hingepackt. Aus das Lied. Der erste kommt allerdings weiter auf euch zu und greift auch an. Mhm. Und zwar den Gildor natürlich. Ja, natürlich. Ich habe mir auch abgeschossen. Logisch, ganz klar. Jetzt hat er allerdings folgendes Problem. Einen Würfel verliert er wegen Schock. Mhm. Und den anderen Würfel muss er ausgeben, um sich zu bewegen. Das heißt, okay. Er erreicht dich diese Runde noch. Aber ja. Für einen Angriff hat er keine Würfel mehr. Okay. Ja, das ist halt die Auswirkung des Schocks, ist, dass er sich, also jetzt konkret, ne, dass er sich langsamer bewegt und ja, gerade so vor euch steht, aber für mehr reicht's auch nicht. Nicht so, ne, was tut ihr? Ich schaue mich um. Sehe ich, dass da hinten bei denen was los ist? Ja, du siehst, dass da was los ist. Du kannst nicht so ganz genau ausmachen, was es ist, aber. Einer von den Jägern steht irgendwie direkt neben Gildor. Der andere liegt tot und da mit einem Pfeil in der Brust. Das sieht er von da unten nicht. Er ist okay, ja unten okay, in der Gruppe. Okay, ja, stimmt. Ich versuch da hinzulaufen. Cem wundert nur, dass die Pfeile eingestellt wurden und dass die Jäger nicht geschossen haben. Und der Schrei. Dann dann würfelst du auf Agility. Wenn du da hinten laufen möchtest. Dann würfelst du auf Agility. Da muss Dial, ich die neuen Gildor, Lust was macht ihr? Ich will erstmal warten, was Dial macht. Dann entscheide ich. Ja, wo steht. Also der Gildor hat jetzt gerade mit dem Bogen den anderen gefällt. Ja. Ja, wirklich gefällt. Ja. Dann sage ich. Ja. Ich versuche ihn zu überreden. Und zwar. Ja, das hat überhaupt keinen Sinn hier, was du machst. Du bist alleine. Okay, dann würfelst du Presence. Ja. Gildor? Ja, ich rede dagegen und sag einfach, dass ich ihm doch dafür den Dolch gegeben habe, aber würde meinen zweiten Dolch dafür verwenden, um den anderen, weil der ist ja jetzt Meter vor mir wahrscheinlich, meinen zweiten Dolch dazu verwenden, den so anzugreifen. Okay, dann würfelst du Melee. Ja, was nichts wird, aber egal, ich muss... Okay, Cem, du kommst ganz gut voran und machst dich auf den Weg die Grube und dann findest du so eine Stelle, wo man irgendwie hochklettern kann. Und du kommst dann so ein paar Meter hinter denen, die Bashoko. So, der hat minus 2 aufgrund seiner Verwundung. Mhm. Das heißt, er hat eine 7 und eine 5. Er tut jetzt als erstes mal die 7 raus, ja. Um dich anzugreifen. Mhm. Kann dann aber die 5 noch drauf machen, so war das, ne? Du weißt ja nicht, was er noch hat. Ja, also ja. Er legt jetzt eine 7 raus und sagt, ich greif dich an. Wie war das mit dem Verteidigen? Du sagst einfach, mit welchem Würfel du dich verteidigen willst. Ja, das überlege ich ja gerade, weil wenn ich mich jetzt mit der 5 verteidigen würde, dann würde aber noch 4 von der Lederarmor dazukommen. Nein. Nee, okay. So funktioniert das nicht. Mit dem Würfel entscheidest du, ob du überhaupt getroffen wirst. Die Rüstung senkt den Schaden. Okay. Ja, ich würde mit einer 5 verteidigen. Okay. Den anderen Würfel, zu dem anderen Würfel kommt er nicht, weil er zwar so mit der Hand irgendwie dem Dolch in deine Richtung sticht, aber dann auch ganz schön irritiert zum Dial hinguckt. Ja. Denn der hat eine 16 gewürfelt. Okay. Und, ja, aber Presence. Ja. Achso, ja, okay. Aber er redet ja auf ihn ein.
Ja. Er redet ja auf ihn ein und das hat durchaus Wirkung. Ja. Das irritiert den halt jetzt und er stellt sich tatsächlich die Frage, was mache ich hier eigentlich? Und das nimmt ihn halt so weit ab, dass er einen Würfel verliert. Also da liegt nach wie vor eine 7 gegen dich. Ah. Okay, also er hat nur eine 7 gegen mich und verliert jetzt einen Würfel. Ja, er hat nur eine 7 gegen dich. Okay, das heißt, wenn ich jetzt mit der 5 verteidige, kann ich aber nicht mehr mit der 4 angreifen. Genau. Okay, na dann doch, würde ich aber... Also du hast die 4 noch da, ne? Mit der 4 kannst du angreifen oder dich verteidigen. Das heißt, du musst dich jetzt entscheiden, nimmst du den Treffer von ihm und richtest dabei selber Schaden an oder verteidigst du dich und nimmst dann keinen Schaden? Das genau sind die taktischen Komponenten in dem Kampfsystem. Ja, dann würde ich doch alles auf Verteidigung setzen und keinen Schaden nehmen. Gut. Also du wehrst seinen Stich erfolgreich ab. Mhm. Ja, genau das passiert. Gut. Okay, nächste Runde. Er scheint zwar irgendwie nachzudenken, auf der anderen Seite ist er halt mitten im Kampf und kämpft erstmal weiter. Mhm. Erscheine ich schon deine Nähe? Ja, das war dein Wurf. Ja, also du bist so ein paar Meter hinter dem. Dann rufe ich auch rüber, während ich auf ihn zugehe. Du kannst zwar ein Gericht gestellt werden oder hier abgeschlachtet werden wie der Bär. Und schicke auch Presence. Okay. Dial. Das, was er sagt. Er ist ein fairer Richter. Okay, Gildor. Ja, ich, nur damit ich eine Verteidigung habe, würfel ich wieder auf Melee. Okay. Also von diesen Worten scheint er sich nicht so sehr beeindrucken zu lassen, wie von dem, was eben gesagt wurde. Oh Gott! Ich bin tot! Du rammst dir das Messer selbst in die Brust. Du stolperst. Oh, fuck, Alter. Das ist ungefähr das, was passiert, ja. Mhm. Ja, hast du einen Fokus? Also, ja, ich habe rein theoretisch sogar Fokus. Ich könnte es, glaube ich, nochmal wiederholen, ne? Du kannst den Wurf wiederholen, allerdings. Critical Fail. Diese Auswirkung bleibt, ne? Moment. Diese zusätzliche Spaßkomponente. Aber ich glaube, es wird mir halt nicht viel bringen, weil ich habe immer noch Keep Lows 2, also das sind halt immer noch die zwei niedrigsten und wenn ich dann wieder 0 würfe, bringt es mir nichts. Das ist halt das Dumme. Sehr unwahrscheinlich, dass du nochmal 2 schon, ne? Mit your character. Zwei bewusst noch helfen. Nein, du kannst ihn normal wiederholen. Okay, aber der kritische Fail hat jetzt nicht damit irgendwie noch irgendeine Auswirkung oder so. Du kannst den Wurf wiederholen und wenn du ihn wiederholst, ist das Ergebnis wahrscheinlich eben kein Critical Fail. Okay, also dann gebe ich einen Fokus aus, hab damit nur noch einen. Mhm. Schreibe ich mir auf und würde den nochmal wiederholen. A Critical Fail on a combat action could hit a friend or break a weapon. Na okay. Toll. Wen wird da wohl treffen? Wenn ich Fokus ausgibt, ist es ja dann wahrscheinlich kein Critical Fail mehr, oder? Es sei denn, du würfelst nochmal ein Critical Fail, ja. Ja, außer sei denn, ich würfel jetzt mit ganz viel Pech nochmal ein. Okay. Gut, dann kannst du dich damit verteidigen. Okay. Er trifft dich allerdings trotzdem. Er hat eine 15, ne, mit seinem 2-Abzug. Mhm. Das heißt, ich verteidige mit der 9. 6. Ja, das heißt, er hat nochmal eine 6. 6 und plus 3, also macht er 6 Punkte Schaden. Du hast Lederrüstung. Ja, 4. Und ich habe dieses Light Armor Proficiency. Okay, dann deswegen hast du auch einen Abzug. Ja, genau. Also du hast 4, das heißt, du nimmst 2 Hitpoints Schaden. Okay, ja, schreibe ich mir auf. Ihr beiden anderen seht natürlich, dass er irgendwie trotzdem noch den Gedo absticht. Ich hätte nicht mitgerechnet, Entschuldigung. Gedo. Nächste Runde, was tut ihr? Er scheint weiter kämpfen zu wollen. Ich stelle mich auf Kampf ein. Ich auch. Und ruf rüber. Okay. Komm rein! Also, folge mir! Nicht, dass das einen Unterschied machen würde, aber ich stelle mich auch auf Kampf ein. Ja, dann dürft ihr alle Midi. Müsste ich selbst Midi würfeln, wenn ich mich irgendwie versuche zu entfernen?
Oder ist es wenn dann... Wenn du nur weglaufen möchtest, dann würfelst du Agility. Okay. Allerdings greift er dich trotzdem noch an. Das passiert ja gleichzeitig. Ja, klar. Ja, würde ich aber gern machen. Was bedeutet das plus 1 Save habe ich bei Agility? Das bedeutet, dass du einmal einen Würfel nochmal würfeln kannst. Ach so, okay. Ich weiß gar nicht, wo meine Saves sind. Ich habe das so blöd gemacht das letzte Mal. Check Ability 17. Ich spiele ohne Netz und doppelten Boden. Okay. Also, um es kurz zu machen, er greift dich mit einer 8 an. Mhm. Das kriegst du problemlos ausgewichen. Mhm. Mit deiner 8 zum Beispiel. Mhm. Und dann schaffst du es auch problemlos, dich zu entfernen vom Ort des Geschehens. Mhm. Ja, ich würde einfach so nach hinten springen oder sowas, keine Ahnung. Ja, und ich möchte nach vorne reingehen. Ja. Ich benutze erst die 2 und die 5, um einen Block zu machen. Das ist auch quasi ein Angriff. Ja. Ein Schild zum Angriff. Ja. Und die 1 plus die 3 ist eine 4, die kommt auch nochmal zum Angriff. Ja. Okay, dann würfelst du Schaden. Und Dial, möchtest du angreifen oder dich verteidigen? Nee, ich steche auf den einen. Ich halte mir so die Augen zu und stocher so vor mich hin. Ja, du hast eine 10 gewürfelt, du triffst ihn, dann würfel doch mal D6. D6 ist genau, der ein Schaden D6, von, ja. Von einem Schwert, von einem Messer. Ja. Geil! Das war doch so eine richtige Entscheidung, dir Deutsch zu geben. Ja. Also, ihr erstecht ihn einmal oben und einmal unten. Und er bricht dann auch vor euch zusammen. Ich kann kein Blut sehen. Daher schneide ich ihm die Achillessehne durch. Dann würde ich ihm auch gerade den Dolch wieder schnell abnehmen, weil er, wenn er kein Blut sehen will. Weil die Kampfsituation ist ja zu Ende. Das letzte Mal, als Blut geflossen ist, war er schon bewusstlos. Ja, an dem Dolch ist ziemlich viel Blut jetzt, ja. Ja, genau, deswegen nehme ich ihn ab, damit er das Blut nicht sehen muss und stecke beide meine Dolche wieder ein und spanne den Bogen gegen. Oh, ist mir schlecht. Und würde auch in den umliegenden Feinden, die ich erschossen habe, beziehungsweise getroffen habe, erschossen habe und die jetzt tot da auch liegen, meine Pfeile erstens wieder an mich nehmen. Das müssten 2 Stück sein. Wenn das wo ist dieser Garrett? Ich laufe mal rüber und guck mir den an. Ja, der sieht ziemlich abgestochen aus. Aber er scheint noch zu leben. Garrus, du darfst einmal einen Physiktest machen. Denn du hast minus 1 Hitpoints. Die Schwierigkeit dieses Testes ist 3-mal die negativen Hitpoints, die du hast, also 3. Ja, das heißt, du bist noch am Leben. So, diesen Wurf musst du jede Minute wiederholen. Also so eine Todesrettungswürfe. Genau. Diesen Wurf musst du 3-mal, in den ersten 3 Minuten musst du pro Minute diesen Wurf machen und danach pro Stunde. Wenn der Wurf scheitert, stirbst du. Das heißt, solange du den Wurf immer schaffst, haben andere Leute eine Gelegenheit, dich zu heilen oder erste Hilfe zu geben oder sonst irgendwas. Okay. Ich rufe rüber, wer kennt sich aus und kann Hilfe leisten? First Aid, Fate und das Survival übrigens. Fate und das Survival? Echt? Ja. First Aid und Survival. Ja, dann... Entschuldigung, mein Fehler. Medicine, ja doch. Gut, dann bin ich dann doch nicht so gut drin. Moment, Abilities... Ja, ich habe das verwechselt in einem anderen Spiel. Ist das ein Outdoor-Skill? Also, ja, wer hat denn Medicine oder einen Heiltrank oder so? Ich guck rüber in die Runde. Oder Bandagen. Das gibt's ja alles. Daniel, kannst du nicht irgendwas von deinen Tüchern verwenden dafür? Ich geb dir auch meinetwegen neue. Also, ich ziehe mir meine OP-Handschuhe an und versuche ihn wenigstens mal die Blutung zu stillen. Ich glaube nicht, dass das was wird, aber versuchen wir es. Hör mal auf Medicine. Ich nehme Stock und stecke dir den Garrus in den Mund. Was?
Ach so, ja, zum draufbeißen. Draufbeißen. Ich bin aber K.O. Ja, der ist K.O. Noch schlimmer. Ja, das war nichts mit dem Verbinden. Nee. Ja, schon, ich aber würde, es läuft halt drüber, es sutscht halt raus. Könnte ich die zwei Leichen denn durchsuchen, weil ich bin ja noch nicht bei Garrus, ob die was ja, mit dabei haben? Ja, such nur mal die Leichen. Die Waffen müssen wir mitnehmen und alle. Ich könnte ja auch im Notfall irgendwie so die Stofffetzen von denen nehmen und irgendwie, vielleicht haben die ja auch Verbandszeug, irgendwas zum Heilen dabei. Nein, die haben kein Verbandszeug dabei. Ja. Ich drück dem Dall meinen Wasserschlauch in die Hand. Mhm. Und sag ihm, gib ihm was Wasser ins Gesicht, aber lass ihn nicht daran ersticken. Und dann versuche ich mal seine Tücher. Dann versuche ich das mit seinen Tüchern. Ja, okay, dann würfelst du auch mal auf Medicine. Wird nicht sehr viel besser werden. Oh. Das sind meine guten Bösentücher. Auch eine 5. Ich will einen Fokus ausgeben und ja, es bringt gar nichts. Man muss eine 10 vielleicht erreichen, ne? Ja. Kennt sich keiner mit Medizin aus? Wahrscheinlich Garrett. Er ist nicht so schwer verwundet. Deshalb ist das nur eine 8. Also, ich gebe den ganzen Wurf neu machen bringt ja nichts. Doch. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du besser als eine 3 würfelst, ist schon ziemlich gut. Ja. Wenn du jetzt eine 9 dabei gehabt hättest zum Beispiel, oder eine 8 und eine 9, aber eine 8 mal, und eine 1 oder so, dann würdest du ja lohnen, den aufzuheben. Ja. Oh. Ja, guck mal. Eine 10. Das siehst du? Geht doch. Ja, also du hast ihn notdürftig verbunden. Mhm. Das heißt, sein Zustand scheint sich zu stabilisieren. Du bekommst einen Hitpoint zurück. Alles klar. Ich nehme mich so hin und lass deinen Kopf dran und lass mir erstmal was trinken. A successful medicine check. Heal is single. Okay, on a critical success, das war kein kritischer. Also, sorry, du bekommst keinen Hitpoint zurück. Aber du lebst wieder, oder? Aber genau, du hörst auf, Death Save Würfe zu machen. Also, du wirst nicht sterben, sondern du heilst jetzt einfach normal. Wie ist es jetzt mit den Pfeilen, die ich aus den Leichen gezogen habe? Geht wahrscheinlich, oder? Einer geht kaputt beim Rausziehen, der okay. andere, der war zu tief drin und hatte sich unter einer Rippe verhakt. Ja, okay. Aber den anderen bekommst du raus. Okay, gut. Gut, und ich würde da halt alles, was die so... Also ich würde erstmal die... Ja doch, ich würde alles so, was die halt bei sich haben, was irgendwie... Typisches Rollenspielerverhalten, klar, plündern wir die Leichen. Ja, natürlich, also wenn dann denn schon, oder ich gucke halt auch, vielleicht haben die ja irgendeinen Zettel dabei, vielleicht wurden die auch angeheuert oder sowas, I don't know, ich suche halt die Leichen. Ja. Man könnte ja auch Heilkräuter sammeln. Was sie dabei haben, eins nach dem anderen, also was sie dabei haben ist, sie haben beide einen Kurzbogen und über beide zusammen haben sie dafür 14 Pfeile. Oh, die würde ich mitnehmen. Die passen auf den Kurzbogen. Achso, die passen nicht auf den Langbogen dann. Für den Langbogen sind die zu kurz. Achso, okay, ja. Ja, ich würde die trotzdem mitnehmen. Und den einen Kurzbogen. Ja, schreibt ihr auf, kein Problem. Ich habe hier auch irgendwie nur 3 Felder Range-Weapon, deswegen kann ich mir auch nicht. Schaff doch mal alles hier hin. Sie haben zwei Messer, also jeder hat ein Messer dabei. Schön. Ja. Und dann haben sie so ein bisschen Kleingeld. Insgesamt findest du 40 Kupferstücke. Okay. Ist da was? Dann nehme ich jetzt. So, und dann haben sie noch so ein bisschen irgendwie ein Beutel mit ein bisschen Proviant, also ne, ein Stück Brot, ein Apfel, ein Wasserschlauch, solche Sachen. Dann nehme ich jetzt einen Kurzbogen und ich nehme die 14 Pfeile, die du nicht gebrauchen kannst. Und jetzt ein Messer. Jetzt bin ich bis an die Zähne bewaffnet. Das habt ihr jetzt davon. Naja, die erzählen, was ihr davon habt. Kurzbogen, A, 14 Pfeile. Also, du hast einen Kurzbogen mit 14 Pfeile. Insgesamt 14 Pfeile. Ach, insgesamt 14. Insgesamt. Ich nehme nur 10. Die 4 sind mir zu schwer.
Lass uns doch fair aufteilen. Was willst du damit? Das ist was dieser Elch, ich hab macht auch mich einen wahnsinnig. Kurzbogen jetzt. Sag mal, kennst du dich doch in den Wäldern aus? Jetzt mach doch mal irgendwas. Der Garrus, der sieht nicht mehr so ganz gut aus. Kennst du nicht Pflanzen oder irgendwas? Oder Wurzeln, die ihm vielleicht helfen können? Zählt das unter Survival? Ja. Dann würde ich mich danach ausschauen. Allerdings eher Herbalism. Also, eine Spezialisierung bräuchte man dafür, oder was? Naja, das ist eine Medicine-Spezialisierung. Also, okay. Aber du kannst trotzdem auf Survival würfeln. Würfel doch mal und gucken wir mal, was dabei rauskommt, ne? Ah, naja. Ja, du guckst dich so ein bisschen um, aber du findest hier keine Kräuter, die dir bekannt vorkommen. Also keine, von denen du sicher bist, dass sie heilende Wirkung haben. Tut mir leid, Dahil. Also, ich kenne mich hier leider auch nicht so gut aus. Nein, hier musst du dich nicht entschuldigen. Der Garrus nippelt ab wegen dir. Warum wegen mir? Ja, weil du hier den Leuten das Zeug abnimmst. Das ist unfassbar. Diese Elfen. Also, willst du nicht das Kupfer? Okay. Was denn für ein Kupfer? Ich hab meinen Tüchervorrat verloren. Also, ich wollte dir eigentlich noch was hier von denen mitnehmen, aber wenn du nicht willst, dann. Oh. Also kann ich nicht noch irgendwas. Nee, kann ich wahrscheinlich nicht mehr. Nein, kannst du nicht. Ja, das ist irgendwie kacke. So, ja, dann überlegt euch, wie wir den darüber kriegen. Ja, ich würde sagen, aber wir haben noch andere Leichen vor der Höhle. Was ihr einfach machen könnt, ist, ihr könnt natürlich einfach euer Lager aufschlagen. Denn der Garrus ist ja so weit gerettet, dass er jetzt nicht krepiert. Das heißt, ihr könnt einfach warten, bis er geheilt ist. Zumindest ein bisschen. Ja, aber dann müssen wir nochmal zurück zu diesem Haus. Da müssen wir eh noch hin. Ja, da müssen wir eh noch hin. Ich will mit den anderen reden. Was ihr dann noch macht, ist wieder ein anderes Thema, ja, aber ne, was macht ihr jetzt aktuell mit dem Garrus? Naja, also. Also, ihr baut ein Zelt auf. Wir haben kein Zelt, das Zelt steht an der Hütte. Ja, eben. Ich sollte es ja stehen lassen. Ja, natürlich solltest du es stehen lassen. Aber jetzt, Moment mal. Da liegt ein toter Bär, der Garrus ist jetzt gerade verbunden. Und wir könnten uns jetzt erstmal eine Runde hinsetzen und überlegen, was hier überhaupt passiert ist. Bevor hier jeder so einen Blödsinn macht die ganze Zeit. Also, dass ihr überhaupt noch lebt ohne mich, das ist unfassbar. Also, wir könnten versuchen, den Garrus erstmal in die Höhle zu bringen, falls es anfängt zu regnen und so. Das ist die erste gute Idee. So, dann ziehen wir kurz unter und ruhen uns erstmal eine Runde aus und überlegen mal. Und dann frage ich mich, was hat Garrus gemacht, dass die Jäger ihn angegriffen haben? Ich meine, gut, der hat die ganze Zeit immer die große Klappe und er hat es ja eh nicht mehr, das habe ich schon gemerkt. Dann würfelt doch bitte mal alle auf Physik, um mal zu gucken, ob ihr den Garrus da runtergetragen bekommt. Ich kriege euch jetzt auch noch die Kohle runter. Cool, dass er euch dann auch runterkommt. Oh Mann. Ich habe einen kritischen Erfolg. Ich hab die Power, ich bin stinksauer jetzt. Muss ich noch möbeln? Das bringt was anscheinend. Ja, bitte. Das bringt was. Ich möchte nicht von dem Gnomen gerettet werden.